was euch bis jetzt noch niemand gesagt hat. Das ist nämlich, dass uns eine ganz massive Portalöffnung bevorsteht. Mit Beginn am 9.5., wo die Serie der 10 Portaltage beginnt, sozusagen. Dabei gibt es einiges zu beachten. Es gibt Chancen, es gibt Herausforderungen und auch Gegenkräfte. Das werde ich jetzt mit euch alles besprechen, damit ihr alle gut gewappnet seid und dass wir besonders gut durch diese Zeit hindurchkommen. Und Smarana hat sich etwas ganz Tolles überlegt, beziehungsweise es kam eine Durchsage. Smarana geht neue Wege. Wir werden für unsere Kanalmitglieder am 9.5. am Sonntag um 20 Uhr eine Ausbildung zum Portaltag Energieheiler anbieten. Also für unsere Kanalmitglieder ist das ein Geschenk. Exklusiv für euch. Und ich werde für euch die Energien channeln. Ihr werdet Anweisungen bekommen, wie ihr mit den Energien arbeiten könnt, um so für euer allerhöchstes großes Wohl zu sorgen. Und diese Übungen und Werkzeuge, die ich euch gebe, die könnt ihr natürlich auch für die allgemeine Heilung, für die Heilkraft von anderen Menschen auch anwenden. Das jetzt nur mal so, damit ihr darüber informiert seid. Wer gerne noch Kanalmitglied werden möchte, der klickt einfach auf den Button Kanalmitglied werden und schon ist er dabei. Es steht dann alles in der Community-Tab darüber und die Videos sieht man auch nur in der Community-Tab für euch, speziell für die Kanalmitglieder. Und wir werden neue Wege gehen. Das ist ein Beruf der neuen Zeit, den wir euch zur Verfügung stellen. Und es wird natürlich noch mehr solche Dinge für Kanalmitglieder im Laufe des Jahres geben. Wenn man einmal sowas beginnt, dann wird es weitergehen. Und das freut mich so sehr, dass ich dies machen darf. Und ja, es wird eine sehr schöne Zeit auf uns zukommen. So, jetzt gehen wir mal zurück zu diesen 10 Portaltagen, zu dieser massiven Portaltagöffnung, durch diese Portalöffnung von 10 Tagen. Was hat das alles zu bedeuten? Letztendlich sind wir jetzt am Ende der Transformationszeit. Also wir durften jetzt von Januar bis Mai sehr viel transformieren. Wir durften die Schattenseiten bearbeiten. Und jetzt kommt es dazu, dass wir dadurch in der Position sind, eine neue Klarheit zu bekommen. Ja, dass wir unseren Seelenweg klarer wahrnehmen als zuvor. Und das ist ganz wichtig, weil ja das Herz zu uns spricht. Das Herz ist die Verbindung zur Seele oder die Seele nutzt die Herzenergie, so dass sie zu dir sprechen kann und dir Gefühle gibt. Mich schauert es jetzt gleich richtig. Sie gibt dir die Gefühle, die dich dahin bringen oder dazu bringen, etwas Bestimmtes zu tun. Und das wirst du jetzt in dieser massiven Portalöffnung spüren. Leichter spüren als vorher oder intensiver wahrnehmen als vorher. Das ist ein großes Geschenk. Die Veränderungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, also das, was du jetzt schon innerhalb der Transformationszeit verändern konntest, das bringt jetzt das Neue. Und innerhalb dieser 10 Tage solltest du versuchen, den Blick für das Neue zu finden. Denn das Neue ist dein Weg, deine Zukunft, was jetzt genau für dich wichtig ist. Und das wirst du finden. Denn über das Herz, die Seele, wenn über das Herz spricht, hast du eine Herzensklarheit. Und die Herzensklarheit ist genau abgestimmt auf deinen Seelenweg. Du bräuchtest eigentlich jetzt nur dem zu folgen, ohne lange darüber nachzudenken, einfach diesen Impulsen folgen und dann kommst du genau dorthin, wo die Seele dich haben möchte. Die Seele hat natürlich den großen Überblick und weiß, was für dich gut ist. Ja, also du hast die Möglichkeit des Wachstums jetzt in diesen 10 Tagen. Die Energien werden sehr massiv auf die Erde strahlen und diejenigen unter euch, die jetzt hochsensibel sind, und ich glaube, das sind mir fast alle, die werden es sehr stark spüren. Und deswegen werden wir auch am Ende vom Video, werde ich mit euch eine hilfreiche, heilende Meditation zur Vorbereitung dieser 10 Portaltage
machen, damit wir da leichter durchkommen und einfach, ja, die für uns diese Kraft finden der Neuausrichtung. Danach, nach diesen 10 Tagen wird es wieder leichter, da dürfen wir uns dann ein bisschen ausruhen, einfach entspannen und das, was wir in diesen 10 Tagen erreicht haben, das darf dann reifen. Aber vorher müssen wir jetzt noch mal ran, in diesen 10 Tagen noch mal richtig ranklotzen, um eben dann uns auch wirklich ausruhen zu können, um wirklich diese, ja, den Zutritt in die Fülle ist es letztendlich, denn vom ersten Tag an, das fängt an mit der Manifestation. Wir sind auch noch in einer sehr starken Manifestationswelle. Mich kitzelt's immer. Und das ist mir manchmal peinlich, wenn ich mich dann so krabbeln muss. Verzeiht bitte. Wir befinden uns jetzt noch in der starken Manifestationswelle. Die wird langsam abebben. Und jetzt solltest du vielleicht gerade am ersten Portaltag diese Kraft nutzen und nochmal ganz tief in die Manifestation hineinzugehen. Also damit meine ich, dir das vorzustellen, was du gerne machen möchtest. Und zwar so vorzustellen, wie wenn es schon passiert ist, wie wenn du schon so lebst. Nutze diese Kraft an diesem Tag und geh dann mit dieser Kraft in die nächsten Portaltage hinein. Dadurch entsteht dann diese Klarheit vom Herzen. Das hatte ich vorhin schon erklärt. Also dadurch, wenn du das manifestierst, dann wird die Seele dazukommen und dir Klarheit geben, Herzensklarheit. Also nicht vom Verstand. Bitte lass den Verstand beiseite, weil der ist zu abstrakt irgendwie. Das passt jetzt nicht zu dem Herzen. Wer es kann, kann beides vereinen. Das ist natürlich das Beste. Aber das Herz sollte jetzt im Vordergrund stehen. Einfach so, probiert es mal aus mit dem Herzen. Und dann bekommt ihr automatisch eine neue Sichtweise. Das ist am 3. Portaltag. Eine neue Sichtweise werdet ihr erkennen. Das kann kommen von außen, auch plötzlich durch vielleicht einen Satz, den jemand sagt. Oder durch ein Video, was du zufällig anschaust oder zu dem du geführt worden bist, wo du dann plötzlich so eine Idee bekommst und denkst, oh wow, das, genau das ist es. Also es kann von außen kommen, es kann aber auch natürlich von innen kommen als Impuls von deiner Seele oder sogar als Durchsage von der geistlichen Welt. Das kann dir auch eine Klarheit bringen. Also du wirst es irgendwie spüren. Die Wege sind manchmal sehr vielfältig. Und dann der 4. Tag wird dich durch diese neue Sichtweise in eine Bewusstseinshöhe, in ein neues Bewusstsein hineinbringen. Und dieses Bewusstsein ist eine Ausrichtung hin zur Fülle. Denn diese 10 Tage sind letztendlich gesteuert zur Erfüllung in der Fülle. In der Fülle auf allen Ebenen. Du hast die Chance, das alles so mitzunehmen für dich und dich darin auszudehnen und zu entfalten. All das gibt dir durch diese Erkenntnisse, durch diese Tatkraft, die Klarheit, ein neues Lebensgefühl. Dieses Lebensgefühl hat ganz viel Kraft und stärkt dich. Also da darfst du ruhig das annehmen. Es kann natürlich auch sein, dass dir immer noch mal wieder Dinge gezeigt werden innerhalb diesen 10 Tagen, die nicht so schön sind, die einfach noch mal hochkommen, damit sie in die Heilung gehen können. Das solltest du dich also nicht verrückt machen dadurch, wenn sowas ist, sondern jedes schlimme oder jedes negative Gefühl oder deine Schattenseite, wenn sie sich zeigt, dann doch dankend annehmen und daran arbeiten. Ist manchmal nicht so einfach, aber es geht. Und das ist nämlich die Möglichkeit der Heilung. Und das ist ja genau das, was die geistige Welt, wenn sie jetzt so massiv 10 Tage zur Verfügung stellt, für uns ermöglicht, diese Heilung. Und dadurch hast du dann eine neue Lebenskraft, welche in der bedingungslosen Liebe schwingt, denn du bist mit deinem Bewusstsein angebunden an das Universum. Die Tore sind offen.
massive Energie strömt ein und es ist möglich, dein Bewusstsein so weit auszudehnen, wie es vielleicht vorher noch gar nicht möglich war. Das solltest du ausprobieren. Natürlich, und das hatte ich ja gerade gesagt, kommt dann noch mal so ein bisschen Transformation mit rein, denn um das Bewusstsein auszudehnen, braucht es Platz. Und zwar braucht es ganz viel Platz und auch der Körper, also der Lichtkörper, die Aura, der Geist, die Seele, all das braucht Platz. Und um diesen Platz zu bekommen, muss vorher eine Transformation sein. Denn die Seele kann sich nur ausdehnen, wenn ganz viel positive, liebende Lebensenergie in dir fließt. Und wenn du vielleicht noch, und das haben wir alle, das habe ich auch, manchmal noch so negative Gedanken hast oder einfach irgendwas da ist, was dich dennoch belastet, kann die Seele, dann ist sie da gestoppt und kann nicht weiter. Und deswegen ist es gut, wenn dieses nochmal auftaucht, diese Transformationskraft, und du dann über die Kommunikation mit deiner Seele sprichst, vielleicht auch sogar mit den Engeln sprichst, damit du erkennst, was du auflösen kannst und wie du es auflösen kannst. Wenn du es jetzt nicht alleine kannst, dann such dir ein Medium, ein Heiler, die sind alle da, um dir zu helfen. Also ist es auch gut, immer wieder mal Hilfe anzunehmen, denn dann geht es leichter. Ich als Medium, ich hole mir auch gerne Hilfe mal, wenn ich einfach sage, ich möchte jetzt mal gar nichts in der Heilung arbeiten, sondern ich möchte mir auch mal entspannen und geheilt werden. Das habe ich auch schon gemacht und es tut auch gut. Also ihr dürft ruhig Hilfe annehmen, wollte ich damit sagen, weil das auch eine Wertschätzung gegenüber einem selbst ist. Man kann ja doch nicht immer alles selber machen. Auf jeden Fall beginnst du dann die Kommunikation mit deiner Seele, die Kommunikation mit der geistigen Welt und bekommst dadurch diese Klarheit und die Ausrichtung in die Fülle deiner Fähigkeiten auf allen Ebenen, in die Fülle aller Möglichkeiten auf allen Ebenen. Und das Ganze bringt auch noch die Kraft der Ermächtigung für die Fülle für dich. Und diese Ermächtigung für die Fülle über die Portaltage, das werden wir auch in dem Portaltag Heiler, Energieheiler Ausbildung natürlich bearbeiten, weil das ist so ein großes Geschenk und das möchte ich unbedingt weitergeben. Und aus all dem Ganzen, was ich jetzt gesagt habe, da entsteht dann für dich, kann etwas ganz Großes entstehen. Du kannst dir dieses Große einfach manifestieren. Dieses Große, was dein Leben verändern kann, was dein Leben verändern wird, wo du dich auf einmal so drin entfalten kannst, wie es vorher noch nie möglich war. Und das ist alles jetzt in den 10 Tagen der massiven Portalöffnung möglich. Ein riesengroßes Geschenk. Natürlich die Herausforderungen, durch die sollten wir durchgehen, werden wir automatisch durchgeschleust, und denkt immer an meine Worte und wiederholt vielleicht auch dieses Video nochmal, guckt es euch nochmal an, denn ich habe so ungefähr jetzt vom 1. bis zum 10. Portaltag die Energien hintereinander aufgesagt, sodass ihr da nochmal reingeht und vielleicht euch dann auch wiederfindet und für euch was tun könnt. Mein größter Wunsch ist, dass es euch gut geht und dass ihr ganz viel für euch tun könnt. Und deswegen mache ich diese Videos, um euch bewusst zu machen, welche Kraft letztendlich in jedem Einzelnen steckt, welche Kraft ihr habt, um euer Leben so zu gestalten, wie ihr möchtet, wie ihr es euch wünscht. Dieser tiefe Wunsch, der darf entstehen am letzten Portaltag. Und dann könnt ihr dabei etwas ganz Großes kreieren. Etwas ganz Großes für euch ganz persönlich. Ja, meine Lieben, und jetzt werden wir zusammen eine heilende Meditation machen. Ich weiß noch nicht, was gesagt wird, aber es wird auf jeden Fall die Vorbereitung und Ausrichtung sein, dass wir diese starke Portalöffnung wunderbar überstehen und für uns einfach auch den Weg finden, der am allerbesten ist. So, jetzt werde ich mich einsprühen. Der 999.
mit der Fülle. Ach so, und bevor ich beginne, wollte ich mich nochmal bei euch ganz herzlich bedanken. Ganz herzlich bedanken für die Spenden, die ihr mir gebt. Aus eurer bedingungslosen Liebe heraus, jede Spende schaue ich an und freue mich so sehr darüber. Habt ganz, ganz großen Dank dafür, für diese wundervolle Wertschätzung. So, und jetzt kommt die Fülle. Die gebe ich euch schon mal weiter. Die Fülle, wenn man dieses Auraspray benutzt, die löst Strukturen des Mangels auf im Energiekörper und gibt die Fülle auf allen Ebenen weiter. So, und jetzt stimme ich mich ein und ich wünsche euch eine wundervolle, wunderschöne Meditation. Ich bitte die geistige Welt um Schutz für mich und meinen Kanal. Und ich bitte auch um Schutz für alle Menschen, welche jetzt gerade hier sind und zuhören. Und ich bitte darum, dass nur die höchsten göttlichen Energien durch mich fließen, durch meinen reinen Kanal und ich zum allerhöchsten Wohle aller Menschen wirken darf. Geliebter Mensch, so schließe nun deine Augen, denn ich darf dich heute über die Energien der geistigen Welt vorbereiten auf das, was in 10 Portaltagen geschehen wird. Und so rufe ich das Licht der Räte des weißen Lichtes. Ich rufe die Liebe und die Kraft der hohen Räte des weißen Lichtes. Und schon schwingt spürbar dieses Licht hier bei mir und bei euch, dieses helle Licht aus der Wirklichkeit, welches dich nun umgibt, deine Seele berührt und dich öffnet für all das, was dich erwartet. Heilende und transformierende Energien werden nun zu dir getragen. Zuerst geschieht eine große Reinigung all deiner Emotionen, deiner verletzten Gefühle. Es geschieht auch eine Reinigung in deinem mentalen Bereich von Ängsten und Zweifeln. Alles, was dich belastet, wird dir genommen. Dein Energiefeld wird frei und strahlender. Die Ausrichtung zum Licht und zur Liebe geschieht, denn nun fließen Licht und Liebe genau an die Stellen in dich ein, wo vorher eine Blockade war.
Lass es ruhig geschehen und gebe dir die Erlaubnis, dass Heilung geschehen darf. Jetzt in diesem Augenblick strömt ganz starke Portaltagsenergie zu dir zur Vorbereitung auf das, was kommen mag. Nimm diese Energie entgegen. Ich halte sie für dich. Ich halte sie mit meinen Händen, sodass du dich vollkommen fallen lassen kannst. Die Engel singen, sie singen deinen Namen und sie sind voller Liebe bei dir. Sie streicheln deine Seele und sie flüstern dir zu, alles ist gut, wir sind bei dir. Und so fließen vorbereitende Energien in dich hinein. Erlaube dir, diese anzunehmen. Diese Energien werden sich dir anpassen. Jeden Tag aufs Neue werden sie dich stärken, halten und schützen. Sie werden deine Impulse hören und deine Seele unterstützen, sodass du wundervoll durch diese 10 Tage hindurchkommst. Ich halte diese Energie für dich, denn sie strömt voller Kraft zu dir. Und ich spüre, wie sich deine Seele ausdehnt, wie sie dankend in hoher Achtsamkeit all dies annimmt, was jetzt gerade an Energien zur Verfügung gestellt wird. Und ich kann dir sagen, du bist bereit. Du bist bereit für diese 10 Tage. Und alles wird zu deinem allerhöchsten Wohle geschehen. Die hohen Wesen des weißen Lichtes lächeln dich an. Bedingungslose, vollkommene Liebe fließt von ihnen zu dir und sie nicken mit dem Kopf. Alles wurde für dich getan. Du bist nun so weit. Und so nimm diese wundervolle Gabe, dieses Geschenk aus der geistigen Welt an. Denn die geistige Welt liebt es zu sehen, wenn wir Menschen uns weiterentwickeln, wenn unser Bewusstsein sich ausdehnt und die Liebe durch uns fließt. Und so danke ich den hohen Räten des weißen Lichtes, voller Liebe und Achtsamkeit für diese Botschaft, für diese wundervollen Energien. Und ich danke dir, dass du dabei warst und ab jetzt das Licht der Liebe über die Erde trägst. Gesegnet sei dein Licht, Smarana. Ich schließe nun meinen Kanal voller Dankbarkeit und bin wieder für euch da. Ich bin noch in so einer gehobenen Stimmung irgendwie. Diese ist ganz sanft und leicht, sie ist ganz leise. Aber so wissend, so viel Wissen und so viel Kraft steckt hinter dieser Leichtigkeit. Vielleicht geht's euch ja genauso. Ich bin gespannt, was ihr in den Chat schreibt. Und ja,
Schaut, wenn es euch möglich ist, wirklich dieses oder wiederholt diese Channeling-Botschaft jeden Tag. Denn so können sich innerhalb dieser 10 Tage, so können sich die Energien von jedem Tag immer wieder aufs Neue in euch ausrichten und zum allerhöchsten Wohle wirken. Vielen Dank, so ein großes Geschenk. Ja, dann umarme ich euch alle und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Some